Der Angriff läuft bereits auf die Diamantenmine im ganz im Nordwesten der Karte. Willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Ich bin Dennis und wir greifen die Diamantenmine an. Wir haben noch niemanden erledigt beim letzten Mal, aber wir haben auch gerade erst angefangen. Jetzt müssen wir mal weitermachen hier. Also, wir sind wieder dran. Die Gegner stehen bereit, um sich von uns abknallen zu lassen. So macht man das hier in dieser Welt. In dieser schrecklichen, schrecklichen Welt, in der wir uns hier befinden. Die Frage ist, wie machen wir es am dürfsten? Ich glaube, den hier vorne kriege ich relativ gut klein. Vielleicht gehen wir mal... Ich würde halt ganz gerne mit Raven irgendwo hingehen, wo sie jemanden erschießen kann, der weiter weg steht. Dann nehmen wir doch mal... Gehen wir hier hin und probieren... den zu erledigen. Na, 26, das war jetzt eher so mittelgut. Und dann darf er sich noch wehren, oder was? Verzeihung, sehr laut gelacht, aber wie großartig. Ach, was für ein Vollidiot der Typ ist. Oh, du wirst deines Lebens nicht mehr froh, mein Bester. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Also, krass. Wir haben auf den Typen hinten geschossen, das hat ihn provoziert, er hat mit der Schrotflinte auf Raven geschossen. Dummerweise stand sein Kumpel dazwischen und hat die Kugeln abgefangen. Das hat ihn erledigt. So, na gut. Ich habe quasi über Bande gespielt. Ja, ich wollte von Anfang an den hier vorne erledigen. Ich wusste ganz genau, wie das ablaufen würde. War mir von Anfang an klar. Nun. Kann ich denn auf den hier schießen eigentlich? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Dann probieren wir das doch mal von hier unten mit... Schade! Schade! Das hätte auch besser klappen können. Na gut, das war nix. Dann würde ich sagen, rücken wir mal vor. Und zwar... Dreh mal die Kamera ein bisschen, damit ich hier sehe, wo ich in Deckung bin. So, okay. Just hold still, damn you! Und jetzt wäre es doch schön, wenn wir den hier erledigen könnten. Na, ihr trefft halt! Trefft halt mal ein bisschen. Ihr Knödel, ey. So, Kalina rückt auch vor, kniet sich hinter Steroid. Und schafft es hoffentlich über seine Schulter hinweg zu schießen. Das wäre doch total erfreulich. So, er ist jetzt verletzt, aber immer noch am Leben, leider. What's on your mind? Dann fände ich es jetzt sehr gut, wenn you got it. Fox hier drüben sich hinknien könnte und this vielleicht well, it won't hurt me anyway. Etwas mehr Schaden machen könnte. Na, 19, schwer verletzt, der lebt aber leider immer noch. Sie legt sich jetzt mal hin. Weil sie natürlich von beiden dann gut erwischt werden kann. What? Und jetzt habe ich nämlich nur noch einen übrig. Dann würde ich sagen, den lege ich jetzt einfach mal hier mittig in den... Moving to position. In den Weg. In Hoffnung, dass der jetzt nicht da... Target locked. ...ganz schlimm abgeschossen wird und... ...versucht den Kopf zu treffen. Yes! Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Okay. Gut, das war recht erfolgreich. So, damit sind schon mal 3 Gegner weg. Von 15 waren es, glaube ich, bei dieser Diamantenmine. Was macht der jetzt? Der schießt mit der Pistole auf Barry. Aus der Entfernung. Ich sag mal selbstbewusst. Dass das nichts werden konnte, war... Fast schon klar. Ich habe gerade kurz gestockt, weil hier im Hintergrund ist einer der Bergleute umgekippt. Das ist blöd. Das heißt ja, dass wir schnell sein müssen, um die Bergleute zu retten. Das gefällt mir aber irgendwie so jetzt so gar nicht. Jetzt, dass ich mich jetzt hier auch noch beeilen muss. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Bergleute müssen denn überleben? Also, gibt's da irgendwelche... Ist da irgendwelche Bedingungen? Ah, it hurts, it hurts. Kommt man hier hinten auf der anderen Seite eigentlich auch wieder runter? Ja, kommt man. Gut, ich würde aber gerne Raven oben ins Gebäude setzen. Das wäre mir total... Charlene Higgins.
Das fände ich total I should gut. Be working out. Was kann man da? Bauteile kann ich da rausholen? Dann setzt du dich doch mal hier neben das Auto und versuch mal auf den Typen zu schießen. Mein Gott, wieso triffst du denn nichts? Der ist doch gar nicht so schlecht in Treffsicherheit. Er hat 90 von 100. Yes? Das ist doch nun wirklich nicht verkehrt. Wieso trifft der denn nie irgendwas? Finde ich doof. Alright. So, Kalina geht jetzt mal hier daneben und schießt. Someone up ahead. Ah, da sind jetzt doch eine ganze Menge Typen. Have a good shot. Schieß ihm in den Kopf. Ah. Hat immer noch nicht gereicht. Ready. Ready. Okay, Fox geht auch noch hier hoch. So, vielleicht so dahin. If you think it's a good idea. Müsste sie ja auch den noch treffen können hier. Ich würde jetzt gerne hier oben erstmal alle wegräumen. Ja, das hat geklappt. Oh, alle wegräumen ist schwierig, weil der Sklavenhalter hier oben, der ist eine Anspielung an den KZ-Kommandanten bei Schindlers Liste, oder? Der mit dem Scharfschützengewehr oben auf seinem Aussichtsturm steht und auf die Gefangenen einfach mit dem Scharfschützengewehr schießt. Ready. Das war ein ziemlich grausamer Typ. Falls ihr euch noch erinnert an diesen hervorragenden Film. So, jetzt ist die Frage, ich kann mich mit Charlene hier taking irgendwo position. So hin, dass ich auf den schießen kann? Nee, ne? I probably missed that one on my best day. Da kann ich leider nichts machen. Ich kann hier hinzielen. Ready. Immerhin. So, dann steh mal auf. Und wir bewegen uns mal. Moving to position. Vielleicht halte ich ihn ja mit meiner Anwesenheit hier davon ab, weiter auf die Gefangenen unten zu schießen, also auf die Sklaven. 18 noch übrig. Ich mal gucken, ob ich eine Chance habe, noch mehr zu machen. Sehr schön. Der Marodeur hat daneben geschossen. Der Depp. Mal gucken, was macht der Grenadier. Ich hoffe, der grenadiert jetzt hier nicht. Nee, der läuft nur. Oh nee, und jetzt schießt er. Man hat wieder einen erwischt. Kacke. Da kommt noch ein Marodeur. So, jetzt wird's interessant. Jetzt, gucken wir doch mal. Also, wir fangen mal mit Raven an. Sieht sie irgendjemanden? Nein, sieht sie nicht. Sieht sie denn hier jemanden? Wenn ich mich hier hinstelle, kann sie dann auf den schießen? Locked. So. Das müsste doch eigentlich gehen jetzt. 45? Gar nicht mal so verkehrt. Yes? 45 ist gar nicht mal so schlecht. Habe Angst, dass der Typ, wenn ich den nicht mit allem, was ich habe, angreife, dass der mich fertig machen wird. Wird den also ungern nur so halbherzig angreifen. Sehe ich ihn von hier aus? So, also wenn ich jetzt hier hingehe mit Steroid, dann habe ich Sicht auf ihn. Wenn ich mit Fox mich hier hinstelle, dann habe ich Sicht auf ihn. Ja, auch der von da unten kann auf sie schießen, aber das ist, glaube ich, okay. So, wen haben wir noch? Wir haben noch Barry, der könnte jetzt mal hier zum Beispiel auf den schießen. Ich würde natürlich ganz gerne mit ihm irgendwo in so ein bisschen wenigstens in so eine Art Deckung gehen. Hier hat er eine Gratisbewegung. Dann gehe ich jetzt mal hier hin, dann habe ich wenigstens in die Richtung eine leichte Deckung. Dann probieren wir mal einmal auf dem in die Füße zu schießen. Ja, genau. Und dann probieren wir das nochmal. Na, immerhin. Beim zweiten Versuch. Zweiter Versuch macht klug. Raven hier. So. Raven kann nicht nochmal schießen, das ist leider so. Dann würde ich sagen. Yes? Wer ist gefährlicher? Der Typ? Wahrscheinlich der Typ, oder? I could do this blindfolded and tied up. Das musst du nicht. Musst du nicht. Er hat am Unterleib keine Rüstung an, also probieren wir mal den Unterleib zu schießen. They all need to die. Legion! Kill them all! Legion!
Kill them all. Ja, versuche auch nochmal den Unterleib zu treffen. 27, sehr schön. Also ganz ordentlicher Schaden. So, das machst du jetzt auch nochmal. 12 Schaden. Und dann macht sie das nochmal. 19 Schaden, der ist schwer verletzt. Man könnte ihn jetzt vielleicht ausschalten, aber andererseits könnte ich auch den Marodeur ausschalten. Ist halt die Frage, wer jetzt mehr Ärger macht. Das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, wer macht jetzt mehr Probleme. Naja, ich habe mich mal entschieden. Wieso ist denn jetzt der Unterleib wieder gepanzert? Nur weil er aus der gleichen Höhe schießt? Die anderen haben ja von unten geschossen, da konnten sie irgendwie... Also irgendwie ist es komisch, weil sein Unterleib ist komplett zerschossen, er hat schon 50 Schaden genommen. Aber jetzt ist er plötzlich wieder gepanzert. Und hier ist er besonders gut gepanzert, oder was? Also mit dem Stern, das ist, glaube ich, eine bessere Panzerung, oder? Na gut, wir probieren mal den Unterleib. Fast tot. Please, let me solve you. I can be very helpful. Okay. Moral ist hoch. Er ist besiegt. Habe ich jetzt gewonnen? Oder muss ich die anderen auch noch besiegen? Vermutlich muss ich die anderen noch besiegen. Naja, ich speichere mal zwischendurch. Take that. Aua. War jetzt nicht so schlimm, 6 Schaden, ist ein Streifschuss. Das ist nur eine Fleischwunde. Die ziehen sich zurück. Ich hoffe, sie greifen jetzt nicht weiter die Sklaven an, sondern ich kann jetzt mich in Ruhe um die restliche Legion kümmern. Das sieht doch ganz gut aus hier. Dann kümmerst du dich jetzt mal um den Kollegen hier. Wo ist der hin? So, ich bin jetzt allerdings hier oben und die sind alle da unten. So, mit dem Sklavenhalter muss ich dann reden, sobald wir hier fertig sind. Yes? So, dann können wir ja einfach mal schauen, was wir von hier oben alles so sehen. Ich habe das Gefühl, wir sehen eine ganze Menge. Die können nicht wirklich was machen dagegen, dass ich von Good, hier oben sie alle ausschalte. I should be working out. Steroid und Kalina kommen ganz gut klar miteinander, habe ich das Gefühl. Besser auf jeden Fall als Fox und Kalina, weil die haben auf jeden Fall irgendwie Probleme miteinander. Das hat sehr gut funktioniert. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Steroid irgendwas getroffen hat, diese Runde hier. Yes. Diesen Kampf. Barry rückt hier unten vor und ist dann sozusagen unser Nahkämpfer auf eine Art. So. Fast tot. Menno! Yes? Na gut, dann können wir ja vielleicht noch mit Fox das zu Ende bringen. Ja? Well, it won't hurt me anyway. Ich überlege, ob wir vielleicht. Was ist das Minimum? 6 AP. Ob wir vielleicht lieber 2 Versuche uns lassen, genau. Was ist das? Das sieht so aus. Yes, wir haben es geschafft, Leute! Das waren keine 15. Ich habe mitgezählt, das waren jetzt keine 15. Aber vielleicht sind ja hier hinten auch noch welche in dem irgendwie in den anderen Bereichen. Hier sind ja noch weitere Bereiche des Gebiets. Das müssen wir gleich noch erkunden, aber jetzt können wir erstmal mit dem Kollegen oben reden, mit dem miesen Sklaventreiber. Ich habe ehrlich gesagt keine Bock, mit dem zusammenzuarbeiten. Also wenn der mich jetzt... Wenn der mir nicht ein mega gutes Angebot macht, würde ich den einfach erschießen. Wenn das okay für euch ist. Weil der Typ steht da oben und erschießt irgendwelche Zivilisten einfach mit einem Scharfschützengewehr. Das ist kein guter Typ. Das ist kein guter Kerl. Er kann jetzt behaupten, was er will, aber er ist auf jeden Fall keiner von den Guten. Das sah auch nicht wie etwas aus, wozu ihn jemand gezwungen hat oder so. Also da braucht mir keiner was erzählen. So. Haben wir erstmal ein bisschen was geborgen hier. Dann gucken wir mal, was im Kühlschrank ist. Hoffentlich ein kaltes Bier. Oh, alle möglichen Sachen, nur kein Bier. TNT haben wir da. Das nehmen wir mal alles mit. Was haben wir hier noch? Anrufbeantworter oder sowas. $1000. Sehr schön. So, wo ist er denn jetzt?
Ja, wo ist jetzt eigentlich der? With certain. Achso, den sehe ich jetzt noch nicht mehr. Yes? Maestro, rede mal mit dem Mann. Dann gucken wir mal, was das jetzt für ein. Wieso kannst du es nicht in Kämpfen? Achso, weil wir noch im Combat offiziell sind. Aha, damit ist die Frage beantwortet, ob hier noch Gegner irgendwo lauern. Ja, tun sie. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier alles nachladen. Ist alles, ne? Hast du noch Munition dafür? Ja, haben sie noch. Das ist alles nachgeladen. Sehr schön. Let's move. Ist nicht jemand auch noch verletzt? Steroid ist nicht verletzt, ne? Kannst du mal Steroido bitte ein bisschen helfen? Fox kann sich ja mal selbst verarzten. Ja, das ist gut. Das ist gut Stuff. I just need to get my vitamins and I will be even better. Okay, so, die sind beide. What's on your mind? Hatten ja kaum Schaden genommen, aber so sind sie wenigstens wieder topfit. Yes. So gut es geht, so, und dann gucken wir mal. Achso, ich sollte vielleicht mal in den versteckten Modus gehen, damit ich nicht sofort entdeckt werde. So, Sklaven rennen hier wild rum, aber. Oh, was ist hier? Da ist ein Sklave, mit dem kann man irgendwie reden. Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Vermute mal, mit dem können wir auch erst reden, wenn wir die Kämpfe hier beendet haben. Irgendwo da hinten kommen Gespräche her, das heißt, da werden Gegner auf mich warten, bin ich mir ziemlich sicher. It was quite a party. Got blind drunk, and the next day I woke up here with a hangover. Hä, wer sieht mich denn? Achso, die Lampe da. Naja, gut. I don't care. Die Lampe ist ja noch, also, da ist ja jetzt kein Problem, dass die Lampe müssen. So. Geht mal hier erstmal hier unten hin. So, und dann können wir uns nämlich langsam hier hoch arbeiten. Bin gespannt, ob hier drüben auch noch Leute sind. Irgendwie. Da ist auch noch einer. Aber wir machen erstmal, wir clearen erstmal das hier hinten. Steroid, du rückst mal vor. Du rückst auch vor. Wir gehen mal da vorne in Deckung. So. Das ist ganz in Ordnung. Du gehst mal hier hoch, damit wir eine leichtere Position haben. Auch wenn sie hier keine Deckung hat, hier oben. Nicht so richtig zumindest, aber wurscht. Sie nicht so tief, sitzt sie da nicht so tief zumindest. Kalina, rück mal vor. Wir speichern nochmal. Speicherung durchgeführt. So. Wo sind jetzt hier Gegner? Hallo. Barry geht mit nach hier oben. We have enemy. Da hinten ist einer. Da ist auch noch einer. So, dann würde ich es nämlich vorschlagen, dass wir versuchen, mal hier rumzuschleichen. Da sind noch Grenadiere, also hier sind eine ganze Menge Gegner. Es wäre wichtig, dass Raven nach hier oben kommt, ohne gesehen zu werden. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. So. Du schleichst jetzt hier mal rum und setzt dich hier oben hin. Da werden die ersten schon gesehen. I am in movement. Ja, er ist in movement, das ist wichtig. Schön in Bewegung bleiben, mein Freund. So, sie legt sich jetzt mal hier hin und kriecht bis zum Rand dieses Überhangs hier. So, weil dann habe ich nämlich Sicht. I shall not make a noise. Und schlage jetzt zu. Und erledige den da. So, damit ist die Katze aus dem Sack mal wieder. Der zweite Hinterhalt hat funktioniert halbwegs. So, die verschanzen sich da im Gebäude. Meine Leute stehen aber alle bereit. Sie liegt hier oben sehr gut. Sie wird aber vermutlich nicht... nicht so direkt angegriffen werden. Oder nicht so direkt angegriffen schon, aber die nicht direkt erledigt werden. So, hier kann ich eine Gratisbewegung machen, das ist ganz gut. Dann hat er mich zwar gesehen, aber das könnte ihm möglicherweise dann auch nicht mehr so richtig viel helfen.
Good, ich ihn erledige mit einem Angriff. Sehr schön. Dann schleichen wir mal hier vielleicht hin mit Barry und werfen eine Rohrbombe da so hin. Sehr niedrige Chance auf Missgeschick. Sieht ganz gut aus, oder? Dann haben die nämlich auch keine... Oh nein, Missgeschick, aber ist nur ein bisschen, dann eher, ist nicht so schlimm. So, und dann sind die nämlich nächste Runde, sind die Typen dran, würde ich mal sagen. So, Barry stellt sich hier hin und macht einen Überwachungsmodus. I will shoot at enemy when available. Ich schieße auf den Feind, wenn er verfügbar ist. Sehr gut, mach das bitte. Acknowledged. So, du gehst mal hier nach vorne. Moving to position. Geh mal da in Deckung. Ihr bewegt euch mal hier rum und dann können wir nächste Runde, wenn das dann da hoffentlich explodiert alles, können wir da vorrücken. Moving! Steroid, geht mal darüber. Ja, falls sie hier irgendwie langlaufen, dann sichert er jetzt noch in die Richtung ab. Fox kann da jetzt gar nichts Sinnvolles mehr machen. Runde beenden. Die habe ich nur nochmal in Deckung geschickt, sozusagen. So. Ja, seht ihr, da kriegen sie nämlich direkt nochmal was ab. Sehr schön. Ah, der geht mir jetzt doch etwas zu nah ran an Raven. Ist schön, dass die beide noch was abbekommen haben. Wow. Krass. Das hat hervorragend funktioniert, möchte ich mal sagen. Das hat zwei Typen erledigt im Haus. Der Typ ist fast tot. Und der hier hinten, der ist noch fit, aber den kriegen wir auch noch. Diese Runde, würde ich sagen. Stand resolute. Gefangener Maxi. Nice technique. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass nicht gerade, dass der zweite, der hier gestorben ist, kein Sklave war. Weil hier vorne ist noch einer gestorben. War das ein Sklave? Also ein Zivilist? Oder war das einer von den Bösen? Ich hoffe, es war einer von den Bösen. Es würde mich sehr freuen, wenn das kein Sklave gewesen ist, weil... Das ist ja doch eher unangenehm, wenn ich den aus Versehen in die Luft gesprengt habe. Oh. Schöner Treffer. Und das können wir nochmal machen. Sehr schön. They'll never see me. So, und Fox geht hier auch nochmal hin und schießt auch nochmal auf den Dude. I can do this one from behind. Zack. Auch guter Treffer. So, du legst dich mal hin. Und dann probieren wir den Kerl mal hier noch mit Barry zu erledigen. Der kann hier einmal rumlaufen. Enemy has good visibility. Und trifft hoffentlich. Ja, damit ist der erledigt. Und Raven schafft es ja hoffentlich, den hier zu erledigen. Kann sogar zweimal schießen. Komm. Brauchen wir gar nicht. Sehr gut. Also irgendwo sind noch mehr Gegner. Vermutlich da westlich auf der Karte. Also hier bei diesem Turm, diesem Gebiet hier, da haben wir ja eben schon einen gesehen. Aber fürs Erste sind wir hier erstmal mit dieser Ecke zumindest durch, das ist sehr schön. Ups, falscher Knopf. Ready. Falscher Knopf. So, dann können wir nämlich hier noch unsere Belohnung einsammeln, indem wir hier ein bisschen Loot mitnehmen. Was gibt's hier? Eine Kalaschnikow, die brauchen wir nicht, die entladen wir nur und verschrotten sie und das verschrotten wir auch. Brauchen wir alles nicht. Charlene Higgins. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch was zum Plündern. Eine Pistole. Eine Browning, so eine normale 9mm. Trägt sowas irgendjemand überhaupt? Charlene, ne? Dann geben wir ihr die, würde ich sagen. Und dann lädt sie die nach, weil die ist ja schon aufgerüstet. Wir haben echt viel 9mm Munition. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein Gewehr oder sowas 9mm Munition verschießt. Das wäre richtig gut. Ready. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich habe jetzt leider das nicht alles im Kopf hier. Es braucht jetzt zum Beispiel 7,62er. Das nehmen wir mal mit.
Nicht so verkehrt. Hat noch jemand eine normale Hose, die nicht aufgewertet ist? Ja. Kalina. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt hier alles eingesammelt. Dann werden wir beim nächsten, in der nächsten Folge die letzten paar Knilche hier noch einsammeln. Hier vorne dürften ja noch, sag mal, 4-5 Gegner dürften hier noch sein. Und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen mit dem mörderischen Graf Zahl hier oben, der auf seiner, der hier oben auf seinem Turm gesessen hat und Leute abgeknallt hat. Und auch mit den Sklaven, die wir befreit haben. Das machen wir alles nächstes Mal, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.